Nach der erfolgreichen Volksabstimmung im September 2009 haben wir einen Investorenwettbewerb durchführen, wo wir unter der Leitung von Mettler 2 Invest zwei namhafte Unternehmungen haben können als Investoren verpflichten, wo mit Namen Helvetia einerseits das Hochhaus werden bauen lassen, auf der anderen Seite Migros Pensionskasse, die im südlichen Teil die Wohnüberbauung wird übernehmen und betreiben. Das über 100-jährige Areal zurückbauen war eine Herausforderung für alle Beteiligten, wo man in dieser kurzen Zeit das Areal vorbereiten und zurückfahren konnte. Für die von uns vorbereiteten Rückbauszenarien haben wir Umweltingenieure engagieren, die die Bauleitung übernehmen mussten. Und dementsprechend der Ablauf, der mit dem Auszug festgelegt worden ist, phasenweise zurückzubauen. Wir stehen jetzt hier im mittleren Teil des Heringer Areal und wie Sie im Osten sehen, ist der Rückbau schon fertig. Der Rückbau ist von Osten nach Westen durchgeführt worden und der restliche Teil von Coop wird von Westen nach Osten zurückgebaut. Die Grundlage für den Rückbau selber ist einerseits die Umweltverträglichkeitsprüfung. Es ist auf der anderen Seite aber die Baubewilligung A und B, respektive die umweltrechtlichen Vorgaben und Vorschriften, die durch unsere Umweltingenieure zurückgebaut werden müssen. Das Ziel ist gesetzt. Wir wollen bis Anfang April den Rückbau vom Heringareal Bodeneben fertig haben, um anschliessend den Coop-Teil von Westen nach Osten zurückzubauen. Das Ziel ist, der Baubeginn, Grössenordnung im Verlauf von April, witterungsabhängig durchzuführen, um dort in der ersten Priorität das Hochhaus in Angriff zu nehmen.